Spiel der Tastika hat so viel Spaß gemacht, ja? Und ist sie wieder drauf? Ist sie wieder drauf oder ist sie weg? Ist sie wieder drauf oder ist sie weg? Ist sie wieder drauf oder ist sie weg? Sie ist, glaube ich, wieder drauf, oder? Natürlich. Alter, also sorry, Spiel, das kannst du nicht bringen, das geht nicht. Das ist echt, nein, das geht wirklich nicht. Und es ist hier der gelbe Vogel wieder da. Und Mario, wenn ich durchdrücke, dann darfst du nicht laufen. Das ist Spielmechanik, wieso machst du das? Ja, toll. Und ich hatte mich noch so gefreut, dass die blauen Vögel verschwinden. Okay, gut, also, ja. Nee, also jetzt hast du mich wieder enttäuscht, Spiel. Jetzt ist leider wieder, jetzt ist die gute Beziehung zwischen uns beiden ist jetzt wieder vorbei. Definitiv. Jetzt hast du mich mit den letzten beiden Mini-Welten, hast du mich sowas von dermaßen enttäuscht. Ja, hier mit diesem, Alter, dieser Säure-Fahrding. Aber ich muss das machen. Jetzt habe ich es gerade so drinnen. Aber wieso ist das Level wieder zu, wenn ich in die Röhre springe? Das verstehe ich nicht. Das geht doch nicht, Spiel. Mach das nicht. Mensch. Ja, sorry, Leute, wir müssen nochmal mit dem Schiff fahren. Hilft alles nichts. Ihr wisst, warum. So. Der muss natürlich... Warum ist der eigentlich auch auf so einer blöden Stelle, der Yoshi? Mag er hier grünes Zeugs? Das müsste da drinnen sein. Grünes Zeugs, komm her. Hopp. Ui. Zack. Ich kann auch leider nicht abkürzen, ich muss den ganzen Weg mit dem Schiff fahren. Flup und Yoshi lädt sich im Wasser schön auf. Kann ich der kann die Vögel fressen, das ist ja cool. So, wir warten wieder aufs Schiff. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal. Gut, wobei wir können auch während wir warten hier ein bisschen herumlaufen. Ah, da vorne kommt schon. Und wir sollten auf jeden Fall mit vollem Magen fahren. Weil es ist eine weite Fahrt, das wissen wir ja. Haben wir ja schon mal erlebt, ne? Und wir warten diesmal, bis das Schiff umdreht, weil das war ein wagemutiger Dingens, den ich da vorhin gemacht habe. Wobei... Nein! Okay, gut, nein, wir machen was anderes. Ja, wirklich? Ernsthaft? Schaut, machst du das jetzt wirklich? Oh mein Gott, die Stimmen werden lauter und ich habe schon wieder einen Aussetzer. So, und... Hey! Hoch da. Super, so, cool. Und jetzt schaffen wir den Flipper. Weil ich bin masochistisch veranlagt, wie man vielleicht weiß. Juhu! Genau. Ja, cool. Und gleich zu Beginn an in das richtige Loch rein. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Also es war auf jeden Fall ist eins der schwierigeren. Keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Oh, das, ich sehe gerade, ich habe jetzt leicht übersteuert. Hm, warum wohl? Komisch. So, vielleicht kann man das Ganze einfach mit Logik lösen. Also wir lassen uns hochteleportieren und fliegen mal ganz... Ja, schön. Ich habe keine Ahnung, wo Mario da jetzt mit dem Kopf dagegen geknallt ist, aber irgendwo ist er mit dem Kopf dagegen geknallt. So, wenn wir das so machen, ohne mich zu bewegen, dann lande ich genau in der Mitte. Okay. Nö, raus da. Ich weiß echt nicht, diejenigen, die diese Levels designen, die müssen echt ein bisschen masochistisch veranlagt sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die haben sich sicher gedacht, haha, Super Mario, jeder glaubt, das ist so einfach, wir machen das jetzt so richtig, richtig, richtig schwer. Dass sich jeder die Zähne ausbeißt. Und wir beta-testen das nicht mal. Also es gibt sicher auch Levels, die keiner schaffen kann. Ich glaube, es hat noch nie jemand 120 Sterne in Super Mario Sunshine geschafft. Und ich glaube, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Physik in diesem Level auch anders programmiert ist. Ich kann mir das nicht anders erklären, das fühlt sich einfach nicht Super Mario-like an. So. Juhu, Wandsprung, 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 Wandsprung. Schauen wir mal, vielleicht geht's so ja besser. Das ist definitiv anders. So.
Ja. Ah, ich hätte... Achso, nee, ich liege. Okay, im Liegen... Ja, gut. Götti. Lalalalalala. Dann müsste da runter. Ja, 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 ja. Wunderbar. Ja, sehr gut. So, und jetzt sind wir noch in das erste Loch rein. Nein, nicht da. Naja. Ja, das war jetzt die Kamera. Ich wollte nämlich eine Stampfattacke machen, aber irgendwie hat die Kamera gemeint, nö, keine Stampfattacke. Stampfattacken sind ausverkauft. Wie geht die nochmal so, ne? Das ist schon richtig. Okay. Ah. Ja, 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 ja. Nein! Wieso hält sich die eigentlich da nicht fest? Ich verstehe es nicht. Mit jedem Sprung, den wir nach oben machen, ist die Chance höher, dass wir runterfallen. Das ist ja das Schlimme. Wieso? 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 Ich verstehe es nicht. Dieses Level, das ist echt falsch ausprogrammiert. Ja, so wie da, ich will da nur raus, ohne dass ich runterfalle nach Möglichkeit. Ja, 7 von 8 hat man schon so oft. Aber irgendwie... Ja, 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 8 von 8, aber es heißt nur nichts weiterkommen. Wir schaffen das niemals, dass wir da reinkommen. Never ever. Es ist aus, wir fallen jetzt sofort runter. Ich bin mir da sowas von sicher. Sonst, das gibt's gar nicht anders. Sonst hätte ich hier, boah. Hui. Was? So, runter da bitte. Und normal und ich bewege den Stick nicht. Ja. Nein. Nur mit der Ruhe, Mario. Nur mit der Ruhe. Wir haben es schon einige Male geschafft. Wir werden das auch diesmal wieder schaffen. So. Ja. 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 Wir haben es geschafft. Boah, ich habe das Unmögliche geschafft. Ich bin der Super Mario. Ja. Ah, ich bin jetzt echt... Also jetzt bin ich richtig erleichtert, dass wir diese Mission geschafft haben. Und ja, jetzt krallen wir uns nochmal Yoshi und jetzt machen wir auch nochmal diese lustige Wasserfahrt. Dann haben wir die schwierigeren Missionen hinter uns. Also glaube ich, sagte er voller Unwissenheit, ja. Aber wahrscheinlich wird es noch viel schlimmer. Ich glaube, es wird noch so viel schlimmer. Hui. Bananen. Ist okay. Bananen bekommst du von mir, Yoshi. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wahrscheinlich gibt es hier eine Flipper-Variante 2 dann noch, die noch viel schwieriger ist. Ich sehe das schon kommen. Juhu! Du, 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 du. So, zack und Yoshi, viel Spaß mit der Banane. Juhu! Versuche ich, glaube, nein, das schaffe ich niemals, da komme ich nicht rüber. Ich versuche gerade zu überlegen, ob ich irgendwie abkürzen kann hier, aber das geht, glaube ich, nicht. So, laden wir uns schön auf wieder. Und wir fressen ein paar Vögel auf, weil wir geldgeil sind. Aus Geldgeilness fressen wir Vögel auf. So. Ah, ich komme nicht mehr raus. Jetzt bin ich da fast festgesteckt. Du. So. Gut. Ja, wir haben es geschafft. Wir stehen auf dem Boot und fahren in Richtung Station Nummer 1, die tropische Insel mit der Dame, die Kokosnüsse mag. Hey, was für ein Name, was für eine Bezeichnung, was für eine Insel, was für eine Sensation. Ups. Gut, ja. Die Kamera steckt sich hier irgendwie in die Mauer rein. Warum auch nicht? Das kann passieren, ne? So, tropische Insel Ahoi, die Dame ist scheinbar eh nicht mehr da. Ah doch, jetzt ist sie wieder da. Die hat sich nur im Sand versteckt. So, und die nächste Station kommt auch bestimmt. So, jetzt springen wir mal. Nein, nein. Alter. Es ist... Moment mal, Ja gut, ich kann hier abkürzen, merke ich gerade. Ich bin ein Idiot. Natürlich kann ich hier abkürzen. Ich kann hier den unterirdischen Weg nehmen. Ich bin ein Idiot. Muss ich zumindest das erste Schiff nicht nehmen. Eieiei.
Aber weiter geht nicht, oder? Muss ich auch erstmal hier rüberkommen. Aber es sollte gehen. Immer noch besser als mit dem Schiff. So, jetzt will er wieder eine Ananas. Werf ihm trotzdem das Ding rüber. Mag er nicht, okay. Ja, komisch. Beim ersten Mal habe ich es geschafft und hier habe ich, wie es aussieht, nur Probleme. Beim zweiten Mal. Das ist irgendwie so meine typische Super Mario-Krankheit. Beim ersten Mal bin ich gut und so jeder weitere Versuch schmälert das Ergebnis immens. Bis wir irgendwann nicht mal mehr springen können, weil wir uns beim Springen verletzen. Das kommt sicher noch. So. Yoshi? Sei nicht zu kompliziert zu steuern. Genau, ich sage noch, Yoshi sei nicht so kompliziert zu steuern und ist ihm absolut egal, er ist es trotzdem. Danke, Yoshi. Kommst du da hoch? Du wirst ja wohl da hochkommen, Yoshi. Ach, dieses Vieh, ne? Nö, er mag nicht. Ah, jetzt auf einmal mag er dann doch wieder. Okay. So, runter da. Flutsch. Wir sind im unterirdischen Kanalsystem. Und raus da. Wuhu. Wow, voll hoch. Naums. So, ja, jetzt müssen wir wieder auf das Boot warten. Boot, wo bleibst du? Ja, wie, jetzt hast du ein Problem damit? Hm, du? Und das Boot Richtung Station 2 fährt bald in den Hafen ein. Ich finde es ja echt so lustig. Vorhin haben wir es auf Anhieb geschafft und jetzt haben wir voll die Probleme irgendwie. Ich weiß nicht. Heieiei, aber wir haben den Flip-Automat geschafft. Nein, die Boote kollidieren. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, gut. Und wir fahren Ziel Nummer 2 an. Was das auch immer sein wird. Ja, das Boot schunkelt dahin. Mau, mau, mau. Mau, mau, mau. Und ich glaube, wenn ich dieses Level jetzt gemacht habe, werde ich trotzdem eine kurze Pause machen. Nicht, weil ich schon irgendwie keine Lust mehr habe, ja, sondern wegen der Technik. Die beste Ausrede überhaupt. Ja, ich muss eine Pause machen wegen der Technik. Es kann sein, dass die Technik streikt und ich jetzt momentan nur Schwarzbild aufnehme. Wäre zwar unrealistisch, aber man weiß ja nicht. Falls es so ist, dann würdet ihr das wahrscheinlich jetzt unten sehen. Da würde jetzt ein Text stehen, hallo, hier sollte ein Bild sein, doch Cloud hat es verpeilt, weil seine Technik komisch ist. Darum hat er ein Schwarzbild aufgenommen. So, also. Ja, manchmal erscheint die Statistik um, dann verschwindet sie wieder, dann erscheint sie wieder. Das ist ja alles äußerst merkwürdig irgendwie hier so. So, war das zu früh? Okay, sorry Leute. Nein. Das ist mir jetzt echt... Nein. Ja, so okay. Nachdem ich jetzt schon wieder ein Schwarzbild hatte, ich weiß nicht warum, aber naja. Also, wir machen eine kurze Pause. Ich mache eine kurze Pause. Bis gleich. Also Pause. Nö, fortfahren. Also bis gleich, Leute. Tschüss. Ja, und hier sind wir schon wieder mit einer neuen Aufnahme von Super Mario Sunshine. Gleich werden wir weitermachen, nur wir müssen zuerst gucken, was wir denn eigentlich machen diesmal. Oh, guck mal hier, ein Boot, cool. Und eine Palme. Und Statistik, da schauen wir mal rein. Porto de Oro. Gibt es noch eine tolle Mission, die ich nicht machen will. Deshalb werden wir in die Playa del Sol gehen. Und zwar werden wir hier ganz tolle Sachen machen, wie zum Beispiel hier mit dem Kopf dagegen natürlich. Nein. In die Playa del Sol werden wir gehen und hier den zweiten geheimen Stern. Den ersten haben wir jetzt, oder? Haben wir den? Da habe ich noch gar nicht richtig geguckt. Ja, den ersten geheimen haben wir schon und deshalb hier rein und den zweiten geheimen. Juhu! Launch!
Der ist, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, schauen wir mal ganz am Anfang. Also, wir müssen ja auch die 100 Münzen dann auch gleich mal holen. 66 war unser... Dünenwurzeln bauen Sandburgen. Spiegelspiele? Wilde Wigglerwiderstand? Die Geburt des Sandvogels? Palmerton Sandsprint? Rote Münze im Korallenriff? Mario Morgana im Nachhinein? Ich glaube, in dem Fall wird es hier sein. Wenn ich mich nicht irre, hier war doch dieser Parkour-Level. Ja, und hier sind noch diese ganzen blauen Enten. Sollten wir die alle mal... Ich weiß nicht, sollten wir die alle mal mit Wasser bespritzen? Kommen da blaue Münzen raus? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das wäre es, wenn da überall blaue Münzen rauskommen würden. Und guck mal, jetzt ist hier diese... Dieses Ding ist jetzt frei. Wo wir eigentlich Yoshi bräuchten in der anderen Version. Ach cool, ein Fuß. Okay. So. Wo kommen da jetzt von denen blaue Münzen raus? Wahrscheinlich von gar keinen, oder? Was ist da? Hä? Ah, da, Moment, da sind Münzen oben. Ist da eine blaue Münze oben, oder? Nö, sind normale gelbe. Aber das will mir wahrscheinlich andeuten, dass ich hier ganz viele Münzen sammeln kann. Da ist eine blaue Münze, cool. Also im Roten ist eine blaue Münze, ja, interessant. Aber man muss ja nicht alles verstehen, so. Stopp! Eine Sandburg. Juhu! Und die da vorne, die sind eingeschlafen? Ich muss da rein! Hey! Oder? Ja, doch, natürlich. Sammle die roten Münzen im Parkour-Level, weil was soll man denn sonst machen? Oder ist das hier nicht so? Wohl doch, oder? Ja, ja, hätte ich mir nichts anderes vorgestellt. So, dann gucken wir mal. Zack. Natürlich, bevor die Zeit abläuft, klar. Ja, man kann auch einfach in die Tiefe stürzen. Das macht auch Spaß, wie man sieht. Ich bin super Mario und ich bin super. Ihr wisst es nur nicht. La 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 la. So. Auf ein neues. Ja, genau. Der Schalter ist ja auch, also so einen komisch unförmigen Schalter habe ich ja noch nie gesehen. So einen runden, irgendwie wie so ein UFO. Voll schräg eigentlich. So. Und darüber. Langsam. Also nicht langsam, weil wir haben ja keine Zeit. Ich darf hier. Ich darf gar nicht bummeln hier. Bummeln ist nämlich so ein bescheuertes Wort. Ich vermute mal. Okay, da ist nichts. Ich hätte jetzt voll damit gerechnet, dass hier was ist. Moment. Da unten ist noch eine. Nein, nicht runterfahren. So, bitte wieder nachwachsen, Sandblöcke. So. Ja, die Frage... Ah, da. Okay. Da oben ist eine. Alter. Gut, ich schaff's zeitlich nicht. Das ist schade. Die andere ist da drüben. Oder geht sie... Nein, sollte sie sogar noch ausgehen. Ja, das ist nicht sogar noch ausgegangen. Mario, weh, du fällst jetzt runter. Dann bin ich der Böse. Gut, cool. Quasi so gut wie auf Anhieb geschafft. Ja, das gefällt mir. Nett. So mag ich das. Juhu. So, und jetzt ist die Frage, in welcher der Missionen können wir am ehesten jetzt die Münzen sammeln? Und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal in der ersten Mission, weil da waren ja doch ein paar hier mit den... Diese Enten, die uns nach oben schleudern können. Also rein nochmal da. Hui! Und Smudge! Also wie gesagt, die erste. In der letzten ging es definitiv nicht, das wissen wir. Dünenwurzeln bauen Sandburgen. Ja. Toll. Gut, und wir holen uns natürlich als allererstes hier hinten die paar Münzen. Da, 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 da. Was schwimmt denn hier herum? Das ist ein großer roter Fisch. So. Umdrehen. Ui! Sehr schön. Ja, genau so wollte ich das. So, dann auf die Palmen. Das bringt mich auf die Palme, sowas, ne? Ah, da oben sind auch noch Münzen. Die, glaube ich, haben wir im letzten... Oh.
Im letzten Versuch, glaube ich, haben wir die da oben gar nicht geholt, weil wir niemals rangekommen wären. Wir viel zu ungeduldig sind, weil wir laufen immer viel zu schnell. Mario, wieso läufst du eigentlich immer so schnell? Kannst du mir das erklären? Ja, da waren wir definitiv nicht, weil sonst hätten... sonst hätten wir die blaue Münze mitgenommen. Das haben wir jetzt auch so fabulös hingekriegt, wie man gemerkt hat.